Das Proletariat ist vielfältig und unterteilt in viele verschiedene Sektoren, jeder mit seinen eigenen Erfahrungen und unterschiedlichen Qualitäten des Lebens im Kapitalismus. Identitätsaspekte wie Rasse, geschlechtliche Identität, sexuelle Orientierung, Geburtsort, rechtlicher Status, Religion, Fähigkeiten, Bildungsniveau und viele andere Kategorien werden zu verschiedenen Identitätsaspekten, die wir aus einer marxistischen Perspektive analysieren können. Die Untersuchung und Synthese verschiedener Identitätsaspekte in einem einheitlichen theoretischen Rahmen des Klassenkampfes wird als proletarische Intersektionalität bezeichnet. Die Gesamtheit des Proletariats als monolithische Einheit darzustellen, bedeutet, die intersektionellen Nuancen in der materiellen Realität des Klassenkampfes zu ignorieren. Dies ist eine Form des Idealismus, die als Klassenessentialismus bezeichnet wird. Ohne die Betrachtung der auf den verschiedenen Identitäten im Proletariat vorkommenden Unterdrückungsstrukturen wird es nicht möglich sein, das Proletariat zu verstehen oder hinter sich zu stellen. Auch internalisierte und unbewusste Verhaltensweisen müssen Maoisten regelmäßig bei sich selbst aktiv analysieren und bekämpfen. Dazu ist es wichtig, dass sie sich die Lebensqualität von Betroffenen anhören, ohne dabei jedoch jede unterdrückte Identität, mit der sie in Berührung kommen, auszufragen und sie so unfreiwillig dazu verpflichten, die Bildungsarbeit zu leisten, die sie eigentlich selbst leisten sollten. Ebenso kann das Beschreiben von Unterdrückungsstrukturen für die betroffene Person retraumatisierend sein, vor allem wenn dieses Gespräch mit einer Person stattfindet, die selbst nicht von dieser Unterdrückung betroffen ist und daher möglicherweise noch unbeabsichtigt mit einer Devaluierung der Erfahrung oder anderen diskriminierenden Aussagen reagiert. Jeder Maoist ist verpflichtet, genauestens die verschiedenen Unterdrückungsstrukturen in der Gesellschaft und wie sich diese in der alltäglichen Rhetorik, mit der unterdrückte Identitäten konfrontiert sind, äußern zu studieren, um dazu in der Lage zu sein, die Massenlinie richtig anzuwenden und unterdrückte Identitäten organisieren zu können. Es ist auch eine Form des Liberalismus, die Klasse nur als eine weitere Identität zu betrachten. Maoisten verstehen den Vorrang der Klasse vor allen anderen Identitätsaspekten. Die proletarische Intersektionalität lehnt diesen Vorrang nicht ab, noch reduziert sie die Klasse auf einen weiteren Aspekt der Identität, sondern versucht, die Natur der Identität im Gesamtrahmen des Klassenkampfes zu verstehen. Den Klassenkampf zu verschleiern und zu versuchen, revolutionäres Denken zum Schweigen zu bringen oder revolutionäre Theorie zu denunzieren, weil sie von privilegierten Identitäten hervorgebracht wurde, ist eine Form des Liberalismus. Die verschiedenen intersektionalen Identitätskämpfe sollten als verschiedene Fronten oder Schlachtfelder innerhalb des übergreifenden Klassenkampfes verstanden werden. Der Versuch, das Primat des Klassenkampfes durch einen der verschiedenen Identitätskämpfe zu ersetzen, verdunkelt den gesamten theoretischen Rahmen der revolutionären Wissenschaft. Dialektischer und historischer Materialismus sind untrennbar mit einer Analyse der Produktion verbunden. Aus der Untersuchung der Produktion ergibt sich eine Analyse der im Laufe der Menschheitsgeschichte entstandenen Klasse. Die revolutionäre Wissenschaft hat Erklärungskraft, sie hat Vorhersagekraft und der ganze Grund, warum der Maoismus eine Wissenschaft ist, liegt in der Erklärungs- und Vorhersagekraft unseres theoretischen Rahmens. Der Versuch, den Fokus weg vom Klassenkampf zu verlagern, bedeutet, den Fokus weg vom dialektischen Materialismus und hin zum Idealismus zu verlagern. Ihm fehlt es sowohl an Erklärungskraft als auch an Vorhersagekraft. Ebenso bedeutet der Versuch, den Klassenkampf auf eine vereinfachte Erzählung zu reduzieren, indem er die Nuancen der proletarischen Intersektionalität weglässt, die Reichweite der revolutionären Theorie einzuschränken und ihre Fähigkeit, die Entfaltung des Klassenkampfes zu erklären und vorherzusagen, zu beeinträchtigen. Aus diesem Grund sind liberale Intersektionalität und Klassenessentialismus zwei Seiten derselben idealistischen Medaille, die darauf abzielt, unsere Theorie zu verdunkeln. Und beide Tendenzen müssen bekämpft werden. Wir müssen präzisieren, dass die Art von Intersektionalität, für die wir eintreten, eine proletarische Intersektionalität ist. Dies steht im Gegensatz zum Identitätsopportunismus in liberalen und konservativen Kreisen, der danach strebt, von der Vorrangstellung des Klassenkampfes in der Gesellschaft abzulenken oder sie zu schmälern. Der liberale Identitätsopportunismus versucht, revolutionäre Stimmen zum Schweigen zu bringen, wenn sie einer privilegierten Identität angehören. Er sagt, dass diejenigen, die zu diesen privilegierten Identitäten gehören, nicht in der Lage sind, die verschiedenen Identitätskämpfe innerhalb unterdrückter Gemeinschaften auch nur ansatzweise zu verstehen und dass sie von Natur aus reaktionär sind. Selbst wenn diese Personen ihr Privileg verurteilen, versuchen, die Kämpfe der unterdrückten Identitäten zu verstehen und versuchen, an ihrer Seite gegen die Reaktion zu kämpfen. Sie fördert oder verurteilt auf der Grundlage der Identität, unabhängig davon, ob die propagierte oder verurteilte Linie revolutionär ist.
Auf diese Weise wird die unterdrückte Identität zu einem Werkzeug, das die liberale Bourgeoisie und das Kleinbürgertum einsetzt, um revolutionäre Linien zu unterdrücken. Ebenso kann jedoch auch der Vorwurf, liberalen Identitätsopportunismus zu betreiben, von Reaktionären und Rechtsopportunisten genutzt werden, um Diskriminierungserfahrungen und die Stimmen von unterdrückten Identitäten zu delegitimieren. Da dieser Trend in der derzeitigen Kultur der Dominante ist, sollte zunächst genau untersucht werden, wer diesen Vorwurf äußert und in welchem Kontext. Wenn der Vorwurf erhoben wird, um Genossen oder sich selbst vor dem Vorwurf der Diskriminierung gegen eine unterdrückte Identität zu schützen, ist dies Rechtsopportunismus, der zum Verlust der Verbindung zu den Massen führt. Daher sollte der Vorwurf nicht leichtfertig erhoben werden und muss sorgfältig geprüft werden, bevor ihm Glauben geschenkt wird. Das Flüchten in die Opferposition von Personen, die sich bewusst oder unbewusst diskriminierend verhalten, oder sogar das Angreifen von dieser Diskriminierung betroffenen Person, ist sowohl opportunistisch als auch eine Form des Liberalismus und wirkt zersetzend für jede revolutionäre Bewegung. Die proletarische Intersektionalität erkennt hier Existenz von privilegierten und unterdrückten Identitäten an und sucht nach einer Lösung für diesen nicht antagonistischen Widerspruch, während er ihre Ursprünge im Kontext des Klassenkampfes erklärt. Auf diese Weise können die Fragen der Identität durch eine dialektisch-materialistische Analyse auf einer tiefereren Ebene erforscht werden und es wird eine fundierte Analyse geboten, die andere Formen nicht-marxistischer Identitätspolitik nicht erreichen können, da sie vom Idealismus und Metaphysik durchdrungen sind. Die Arbeiterklasse aller Rassen, Sexualitäten, Geschlechtsidentitäten, Ethnien, Fähigkeiten und anderer Identitäten kann und sollte zusammenleben, tolerant sein und sich gegenseitig als Mitmenschen respektieren. Doch für den liberalen Identitätsopportunisten wird die Klasse nur auf eine weitere Identität reduziert, anstatt sie in den richtigen Kontext des dialektisch-historischen Materialismus zu stellen, während für den Klassenessentialisten der Kernaspekt der Klasse als einziger Aspekt verstanden wird und andere Unterdrückungsstrukturen nicht ausreichend ernst genommen und verstanden werden, sodass ein korrektes Anwenden der Massenlinie unmöglich wird und sich Liberalismus und Chauvinismus in der Partei etablieren. Der konservative Identitätsopportunismus tut dasselbe wie der liberale Identitätsopportunismus, indem er versucht, den Populismus der Weißen zu übernehmen. Einen reaktionären Populismus, der sich in einem Taylorismus der reaktionären Massen manifestiert. Er versucht, jegliches Versagen innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft als Folge von Multikulturalismus und mangelnder Homogenität zu definieren. Dies geht oft in eine faschistische Rhetorik über und mündet in eine kleinbürgerliche Romantisierung des Laissez-faire-Kapitalismus wie die libertäre Ideologie. Die Konservativen setzen dieselbe Identitätspolitik als Waffe ein, die sie heuchlerisch zu bekämpfen vorgeben, nur in umgekehrter Richtung. Der konservative Identitätsopportunismus führt direkt zum Faschismus, während liberaler Identitätsopportunismus zu Konterrevolution und einem Idealismus führt, der entweder keine echte Lösung für das Problem enthält oder in Reformismus abgleitet, wie der Glaube, dass die Probleme des Rassismus und des Patriarchats gelöst wären, wenn wir nur mehr weibliche Vorstandsvorsitzende oder mehr schwarze Personen im Militär hätten. So oder so werden die unterdrückerischen Kräfte der bürgerlichen Gesellschaft gestärkt. Und deshalb machen sich Liberale, auch wenn sie sich dieser Tatsache nicht bewusst sind oder gute Absichten haben, schuldig, genau die Unterdrückung zu verstärken, gegen die sie angeblich Widerstand leisten. Rechtsopportunistische Marxisten werden die Identitätspolitik ignorieren und sie als unwichtigen Kulturkrieg abtun, anstatt ihren rechtmäßigen Platz innerhalb des Klassenkampfes anzuerkennen. Sie werden die Kämpfe der unterdrückten Identitäten ignorieren und fälschlicherweise alle Identitätspolitik mit Liberalismus gleichsetzen. Dies ist bezeichnend für das Privileg, das einige rechtsopportunistische Marxisten besitzen. Sie ignorieren diese Themen, vielleicht auch wegen der spaltenden und umstrittenen Natur der Identitätspolitik, ohne zu erkennen, dass der Grund dafür, dass sie umstritten ist, darin liegt, dass Marxisten es versäumt haben, eine revolutionäre Linie zu entwickeln und voranzutreiben, um diese Probleme zu lösen und für Kohärenz im Sumpf des liberalen Getues zu sorgen. Es handelt sich um einen Bereich, der vom Marxismus des imperialen Kerns und von siedlerkolonialen Projekten bedauerlicherweise ignoriert wird. Und das schon viel zu lange. Politisches Terrain, das Marxisten nicht betreten wollen, wird zweifellos von Metaphysik und Idealismus besetzt werden und schließlich von der Bourgeoisie zur Stärkung ihrer Interessen vereinnahmt werden. Aus diesem Grund sollten Marxisten die Identitätspolitik nicht ignorieren, denn diese Themen zu ignorieren bedeutet, im Klassenkampf richtiges Terrain aufzugeben. In diese Feigheit sind alle Probleme des nationalen Chauvinismus eingebettet, die wir zuvor erörtert haben. Der Unwille, sich vom reaktionären Denken der rückständigen Masse zu trennen, die zwar proletarisch sind, aber eine grundsätzlich bürgerliche und kleinbürgerliche Ideologie vertreten. Wir müssen versuchen, mit den reaktionären Arbeitermassen geduldig zu sein und sie zum Sozialismus, das heißt zum proletarischen Bewusstsein, zu erziehen. Das bedeutet, dass sie alle reaktionären Programme, mit denen sie seit ihrer Geburt überschwemmt wurden und die unsere Gesellschaft durchdringen, rückgängig machen müssen, anstatt ihnen in die Hände zu spielen. Wir müssen reaktionäres Denken mutig anprangern und proletarische Intersektionalität fördern.
Der Schlüssel liegt darin, sie nicht zu entfremden, indem wir eine Sprache verwenden, die sie nicht verstehen, und Worte, denen sie sofort feindselig gegenüberstehen. Dies muss mit der Wahrheit unserer Botschaft in Einklang gebracht werden. Wir dürfen die Integrität unserer Botschaft in unserem Ansatz nicht gefährden. Dies ist zugegebenermaßen eine schwierige Aufgabe, aber eine notwendige, wenn wir versuchen wollen, die reaktionären Arbeiter zu gewinnen. Ebenso dürfen wir uns selbst, nur weil wir den Maoismus studiert haben oder dazu in der Lage sind, den dialektischen und historischen Materialismus anzuwenden, nicht in der Sicherheit wiegen, automatisch Experten für die jeweiligen spezifischen Unterdrückungsmechanismen, denen die unterdrückten Identitäten in unserer Gesellschaft ausgesetzt sind, zu sein. Wir müssen uns dauerhaft und aktiv mit den Unterdrückungserfahrungen aller Identitäten auseinandersetzen, um von den Massen als Avantgarde akzeptiert werden zu können. Einige denken, dass reaktionäre Arbeiter erreichen und zum Sozialismus erziehen bedeutet, dass Kommunisten sich in Patriotismus, die Landesflagge und die Bibel hüllen und eine reaktionäre Rhetorik gegen alles verwenden sollten, das als woke wahrgenommen wird, so wie es die reaktionäre Bourgeoisie und das Kleinbürgertum tun. Wir könnten genauso gut die Rhetorik der Rechtsextremisten übernehmen und zu Doppelagenten der faschistischen Bewegung werden. Aber wie viele dieser angeblichen Doppelagenten sind tatsächlich Doppelagenten und wie viele von ihnen sind lediglich verkappte Faschisten? Wenn wir nicht mehr in der Lage sind, sie zu unterscheiden, beginnen wir, den fatalen Fehler in diesem Ansatz zu erkennen. Kommunisten müssen diesen reaktionären Populismus und den konservativen Identitätsopportunismus ablehnen, der sich in seiner gegenwärtigen Form des Anti-Woke-Seins maskiert. Die kommunistische Bewegung ist gegen die weiße Vorherrschaft, antireligiös und antifaschistisch, genauso wie sie antiliberal, antibürgerlich, antipatriarchal und anti-cis-heteronormativ ist. Wenn diese Tatsachen den rückständigen Massen Angst machen, dann finden wir einen Weg, sie weniger beängstigend zu machen. Wie wir in der vorherigen Folge erörtert haben, bedeutet die Beseitigung des Konzepts des Weißseins in der Gesellschaft keinen Völkermord an den Weißen, wie die Alarmisten annehmen würden. Ebenso wenig würde die Beseitigung des Konzepts der institutionalisierten Religion, der systematischen Diskriminierung, der Diktatur der Bourgeoisie und der Abschaffung des Patriarchats zu einem Genozid ähnlicher Art führen. Um die reaktionären Massen der Arbeiterklasse zu erreichen, müssen wir die Angst durchbrechen, die diese Ideen bei ihnen hervorrufen, ohne dabei die Integrität unserer Bewegung zu gefährden. Das Ziel der proletarischen Intersektionalität ist es, sich von der Oberflächlichkeit und der seichten Analyse der bürgerlichen Intersektionalität zu befreien und einen Dialog zu schaffen, der die Arbeiterklasse entlang der Klassenlinien festigt und nicht entlang der künstlichen Spaltung, die die bürgerliche Gesellschaft zwischen uns geschaffen hat. Solange wir dies nicht tun können, wird Identitätspolitik, auch bekannt als Wokeness, zum Territorium der Liberalen und spielt den Anti-Woken-Reaktionären in die Hände, indem sie Angst schürt, die auf mangelnde Kohärenz der liberalen Konzepte von Intersektionalität beruhen. Was die Reaktionäre angeht, die stur sind und sich weigern, ihre Ansichten zu ändern, so werden sie zu Konterrevolutionären und sind die Feinde der Revolution, genau wie alle, die versuchen, die sozialistische Revolution zu behindern. Sie müssen bekämpft werden, ihnen darf nicht nachgegeben werden. Wir müssen alle Möglichkeiten ausschöpfen, um zu versuchen, sie auf prinzipielle Weise für uns zu gewinnen. Aber wir müssen auch verstehen, dass viele einfach zu weit weg sind. Sie werden sich auf die Seite der Faschisten stellen und deshalb werden sie zu unseren Feinden werden. Wir müssen diese Grenze ziehen und das Potenzial der verschiedenen Segmente der Arbeiterklasse und die Fehler unserer heutigen Bewegung verstehen, um sie zu korrigieren und den Klassenkampf bis zur Revolution voranzutreiben.